Es gibt ein Spiel, welches euch den Krieg zeigt, wie er wirklich ist und was Menschen einander antun können. Welches das Grauen des Krieges ungefiltert zeigt und Bilder in euer Gehirn brennt, die ihr nie wieder vergessen werdet. Und dieses Spiel werde ich euch heute präsentieren. Herzlich willkommen bei Holdfast. Holdfast ist ein Multiplayer-Shooter, der zur Zeit der Napoleonischen Kriege spielt. Er ist schon ein paar Jahre alt, aber ich dachte mir, ich mache trotzdem mal ein Review, weil die Entwickler bieten doch regelmäßig neuen Content und außerdem ist es einfach nur völlig krank. Also die Community in diesem Spiel ist einfach nur krank. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und das ist auch das, was dieses Spiel so besonders macht. Vordergründig ist es ein Multiplayer-Shooter, der viel Wert auf historische Authentizität legt. Diese wird von der Community aber völlig untergraben und das ist einfach nur witzig. Und ich glaube, auch die Entwickler finden das witzig mittlerweile. Ihr werdet gleich in einigen Clips sehen, was ich meine. Aber ich finde einfach, das ist auch das, was dieses Spiel mittlerweile auszeichnet. Und das ist auch das, was dieses Spiel so gut am Leben hält, finde ich. Das Spiel ist natürlich totale Nische. Man darf es nicht mit einem Counter-Strike Global Offensive vergleichen oder um mal in ein komplett anderes Genre zu gehen, mit einem League of Legends von den Spielerzahlen her. Nein, dieses Produkt ist ein Nischenprodukt. Dieses Setting ist Nische, das wird sich auch nicht ändern. Aber die Community, die es hat, bleibt dem Spiel treu, weil es einfach nur so unfassbar lustig ist. Bevor wir ans Eingemachte gehen, würde ich gerne ein paar Worte zur Entwicklungsgeschichte verlieren. Das Spiel erschien, soweit ich herausgefunden habe, im Jahr 2016 im Early Access auf Steam. Befand sich dort auch bis 2020 und letztes Jahr kam dann die Vollversion raus. Das Entwicklerstudio nennt sich Anvil Games, befindet sich auf Malta und Holdfast ist auch deren erstes Projekt. In Holdfast, das sagte ich ja bereits, könnt ihr als Soldat spielen zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Es gibt mehrere Fraktionen, darunter Preußen, Großbritannien, Frankreich, Italien mittlerweile auch, die sind kürzlich hinzugefügt worden und Russland gibt es noch. Es gibt auch verschiedene Klassen. Und davon gibt es gar nicht mal so wenig. Es gibt unter anderem die leichte Infanterie, es gibt Tischler, es gibt Ärzte, es gibt Offiziere, es gibt Gardisten, etc. etc. Ihr seht es im Hintergrund. Und jede Klasse hat eigene Fähigkeiten, mehr oder weniger. Ärzte logischerweise können Verwundete heilen. Tischler sind in der Lage, Barrikaden aufzustellen. Es gibt Trommler, die die Moral heben, wodurch die Schützen besser schießen können. Und es gibt noch mehrere Arten verschiedener Infanteristen. Die Offiziere können zum Beispiel das Schlachtfeld markieren, um den Leuten zu zeigen, wo sie sich positionieren sollen. Das klappt sogar selbst auf einem öffentlichen Server ganz gut. Auf einem Server können maximal 150 Leute spielen und bei der Menge finden sich immer welche, die auch Interesse daran haben, Befehlen zu folgen. Aber eins ist ganz klar, wenn man historische Immersion erleben möchte, ist man auf einem öffentlichen Server fehl am Platz, dann sollte man einem Clan beitreten. Es gibt sehr viele Clans für Holdfast. Und die nehmen das sogar auch recht ernst. Also, soweit ich mitbekommen habe, versuchen die schon, häufiger mal Schlachten halbwegs realistisch nachzustellen. Also, wer an sowas Spaß hat, dem kann ich das, glaube ich, nur empfehlen. Ich bin jetzt natürlich in noch keinem Clan gewesen, aber ich habe das in Videos gesehen. Ihr werdet auch, wenn ihr Holdfast spielt, häufiger mal Freundschaftsanfragen erhalten. Das sind einfach Clanleader, die versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen. Wundert euch also nicht, wenn euch das passieren sollte. Was die Spielmodi angeht, so hat Holdfast nicht viel Außergewöhnliches zu bieten. Es gibt einen Team-Deathmatch-Modus und es gibt eine Art Conquest-Modus, wie man ihn aus Battlefield kennt. Also das Team, das die meisten Punkte die längste Zeit hält, gewinnt. Es gibt sogar einen Line-Battle-Modus. Das ist ein Modus, in dem sich die Schlachtreihen so wie früher gegenüberstehen und man sich gegenseitig beschießt, in der Hoffnung, einen Feind zu treffen. Insgesamt habe ich 9 Spielmodi gezählt, wobei auf den öffentlichen Servern hauptsächlich Team Deathmatch und Conquest gespielt werden. Zumindest war das der Eindruck, den ich gewonnen habe. Was das Gameplay ebenfalls auszeichnet, ist die Art und Weise, wie man mit den Waffen agiert. Der normale Infanterist hat halt sein Gewehr, wie man es kennt, der Vorderlader. Und das dauert durchaus auch mal ein bisschen, bis der wieder nachgeladen hat. Ich möchte euch einen Clip zeigen, in dem ihr das in Echtzeit miterleben könnt. Bitte schön. Willkommen zurück.
Und es gibt auch einige Kanonen auf dem Schlachtfeld, die ebenfalls wie damals mühselig wieder nachgeladen werden müssen, indem jemand die Kugeln holt und diese dann vorne einführt. Auch davon habe ich einen Clip gemacht, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Schon alleine durch diese Mechaniken wird das Spiel natürlich ungemein entschleunigt. Von der Geschwindigkeit her ist das mit das Langsamste, was ich jemals gespielt habe. Man lädt langsam nach, man läuft langsam, eigentlich alles, was man tut, ist langsam. Aber so war es halt damals auch häufig. So gesehen ist es gut, dass die Entwickler diesen Weg gegangen sind. Ich würde ganz gerne kurz jetzt auf Grafik und Sound eingehen, aber wirklich kurz, weil viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr seht es ja selber im Hintergrund, die Grafik ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Sie ist ziemlich veraltet, doch, das kann man so sagen. Sie ist nicht unbedingt hässlich, besonders wenn die Sonne scheint, kann das auch mal ganz hübsch aussehen. Aber im Großen und Ganzen, da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt schönere Spiele. Auch die Animationen sind ziemlich hölzern teilweise. Ähnlich ist es beim Sound. Der Sound macht nichts unbedingt richtig falsch, aber er ist auch nicht besonders. Also es ist alles Standard, so wie ich es erwarte, nicht mehr und nicht weniger. Es sticht nichts irgendwie hervor. Aber das sind auch alles Dinge, die machen das Spiel nicht unbedingt aus. Was das Spiel ausmacht, ist die Community. Wenn man auf einem öffentlichen Server unterwegs ist, wird man die ganze Zeit mit Musik bombardiert. Und ich rede nicht von den Dudelsackspielern oder von den Trommlern, die auf dem Schlachtfeld unterwegs sind. Nein, ich rede von den Spielern, die über ihr Mikrofon Musik laufen lassen. Und zwar ununterbrochen, auf jedem Server. Oder wenn ausnahmsweise mal ein Spieler keine Musik laufen lässt, erzählt er irgendwelche Witze. Oder macht Furzgeräusche. Oder das hört sich jetzt alles verdammt kindisch an, aber in der Situation, das ist so absurd und lustig. Das habe ich so noch keinem Spiel erlebt. Und ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt hat. Das muss ja irgendwann, also das kann ja nicht von Anfang an so gewesen sein, das muss ja mit der Zeit so gekommen sein. Und vielleicht ist es die Situation, diese absurde Kriegsführung von damals, wie man sich einfach gegenübersteht, mit diesen unpräzisen Gewehren aufeinander schießt, 3 Meter daneben schießt. Und dann wieder eine Minute lang mühselig nachlädt. Das alleine ist ja schon so absurd, dass es die Spieler durchdrehen lässt. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Hier sind nochmal ein paar Clips, damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt, was so auf einem öffentlichen Server los ist. Und das ist genau das, was dieses Spiel für mich auszeichnet. Ich bin, und so viel Ehrlichkeit muss ich mir leider zugestehen, mittlerweile in einem Alter, wo ich nicht mehr so tryhard unterwegs sein möchte und auch nicht unterwegs sein kann. Ich möchte nach Feierabend, wenn ich Computerspiele spiele, einfach Spaß haben. Und das habe ich auf diesen Servern. Es ist so lustig und es macht so viel Spaß, mit 150 Leuten rumzulaufen, in diesem Chaos. Kugeln fliegen ein durch die Gegend. Links schreit einer, rechts hört einer Musik. Von oben kommen Raketen auf mich runtergeflogen. Das hört sich jetzt ungemein chaotisch an, aber das ist es gar nicht, weil das Tempo in diesem Spiel so entschleunigt ist, dass man problemlos alles mitverfolgen kann. Holdfast ist so ein Spiel, wenn mir nach Feierabend Battlefield oder auch im Moment World War 3 zu anstrengend sind, kann ich 1, 2 Stunden Holdfast spielen. Da habe ich meinen Spaß, da habe ich meine Ruhe, ich ärgere mich nicht rum, die Community ist super nett. Hier ist auch ein Clip übrigens, damit ihr beispielhaft sehen könnt, wie nett die Leute sind. Oh!
Ja, also ihr seht, was ich meine. Also wer die Schnauze voll davon hat, sich in Counter-Strike oder League of Legends oder ähnlichen Spielen anschreien zu lassen oder seine Mutter beleidigen zu lassen, der sollte einfach mal Holdfast ausprobieren. Der kommt mal wieder runter und es zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht. Und das ist der Grund, warum ich eine ganz klare Kaufempfehlung ausspreche. Wer einfach mal wieder sinnlosen Spaß haben möchte, der ist auf den öffentlichen Servern genau richtig. Wer es aber auch ein bisschen ernsthafter mag, der sollte einem Clan beitreten. Es gibt, wie gesagt, sehr viele, auch deutsche Clans, die suchen immer wieder Mitglieder und dort könnt ihr dann historische Schlachten mehr oder weniger nacherleben. Also, es würde mich freuen, euch mal auf dem Schlachtfeld zu sehen. In diesem Sinne, macht's gut!